Ich finde es richtig krass, dass ich zufälligerweise gerade in der Gegend war und das Paket jetzt gekommen ist. Ich bin mal gespannt, was du bestellt hast. Nichts für mich. Und damit herzlich willkommen zurück hier im Vintage und Retro Lego YouTube-Kanal der Steckersen Crew. Ihr seht, wir sind mal wieder zu zweit. Witzigerweise hat sich das gerade günstig ergeben, dass Basti in der Gegend ist. Und dass das, was hier drin ist, auch für dich mit relevant wird. Also eine der Sachen, die hier drin ist, wird vermutlich für dich relevanter als für mich. Okay, genau. Cool. Ich beziehungsweise bin sehr gespannt. Hast du damit mehr Aufgaben? Okay. Genau. Ich bin gespannt. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, also ich glaube, das musst du mal kurz in die Linse halten. Es sieht so aus, als wäre daneben schon ein anderes Paket gewesen, genau, was abgerissen wurde. Wird es tatsächlich von Lego so gepackt, dass ein Paket neben dem nächsten ist und die dann einfach nur... Also bis du das jetzt eben gewusst hast, bis du das eben gesagt hast, wusste auch noch keiner, dass das Lego ist. Es sei denn, die Leute haben eben schon gesehen, dass dieses biologisch abbaubare Klebeband da wieder zum Einsatz kam. Und ich habe hier unten lego.com/recycle gelesen. Da, Tatsache. So, na gut. Ne, so. Deswegen, das war jetzt von mir vorausgesetzt. Ja. Okay, jetzt seid ihr im Bilde. Jetzt seid ihr im Bilde. Genau. Vermutlich, also es sieht spannend aus. Und weil auf der anderen Seite geht es weiter. Es sieht hier genauso aus. Und auch hier, ne? Auch diese unten. Und auch unten ein Stück weit. Aber weißt du, was ich glaube? Oder? Was? Wenn du hier mal guckst. Das sind diese Vorgefertigten, die eine verschiedene Höhe annehmen können. Ah, der hätte auch noch höher sein können. Stimmt. Wie bei Amazon. Vermutlich, ist das, vermutlich ich ähnlich mit der Länge. Und dann wird das einfach nur noch so zugeschnitten. Wie das ist. Okay. Die Theorie würde gestützt werden, wenn das Set, was hier drin ist, tatsächlich bündig gepackt ist. Wenn wir reingucken, das ist bündig gepackt. Dann ist das wahrscheinlich sogar daraufhin konfektioniert. Ja. Aber vielleicht habt ihr auch irgendwie eine Ahnung, vielleicht gibt es da draußen unter euch auch jemanden, der tatsächlich auch mit Logistik zu tun hat, vielleicht sogar auch mit Lego-Logistik, keine Ahnung, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da entstehen manchmal sehr lustige Theorien, aber vielleicht ist auch jemand dabei, der wirklich Ahnung hat. Ne? Aber stimmt, du hast recht, hier sind solche verschiedenen Linien, also man hätte es im Prinzip auch noch viel höher packen können. Genau. Ja, mal gucken. Mal gucken, was drin ist überhaupt. Ich bin, also ich weiß natürlich, was drin ist, weil ich habe es ja bestellt. Mhm. Ja. Mhm. Ich kann aber nicht sagen, wie das, was da drin ist, aussieht. Mhm. Also das, weil das eine ist ein Set und das andere ist ein, ich will es nicht als GWP bezeichnen, aber vielleicht in Anführungsstrichen ein GWP. Okay, okay, ich hab schon ein Gefühl, was es sein könnte. Ah, okay. Ah ja. Es ist auf jeden Fall bündig gepackt. Nee. Machen wir hier an der Seite. Und wir fangen mal mit dem größeren von beiden an. So. Das. Ich leg das erstmal kurz auf die Seite. Das bauen wir nicht. Korrekt. Weil Andi hat mir vor ein paar Tagen nämlich einen Link geschickt zu einem inoffiziellen Alternativmodell. Und ihr wisst ja auch, wir haben das schon öfter gemacht, ne? Ja. Mit irgendwelchen, auch mit Technik teilweise, ja. Aber auch mit so Brick-Build-Sachen, dass wir gesagt haben, wir gucken uns mal B-Modelle an. Das Krasseste, was bei mir noch im Hinterkopf ist, in Zeit 3, ist der Lamborghini Countach. Stimmt, ja, der Bock. Aus dem weißen Porsche. Da habe ich, glaube ich, in dem Video auch GTA Vice City als PlayStation 2 Spiel mitgebracht und habe da ein paar Stories erzählt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, genau, Andi, du hast mir eine Anleitung geschickt. Ja. Zu einem inoffiziellen B-Modell. Wollen wir schon sagen, was es ist, oder wollen wir es nur so ein bisschen skizzieren? Ich finde, dass dieses B-Modell, was wir daraus bauen und dann zeigen werden, sogar noch ein bisschen geiler. Wobei ich sagen muss, der ist auch ganz cool. Von hinten sieht der wiederum richtig cool aus.
Was ich sehr, sehr schön finde, ist, das scheint sehr stark bedruckt zu sein, diese Rückleuchten und so weiter. Das ist. Aber es sieht ganz spannend aus. Es sieht ganz spannend aus. Ja. Das Cover, das holt mich irgendwie nicht so ab. Das ist alles zu dunkel. Ich finde, also mal abgesehen davon, dass das Ding wieder glänzt wie so eine Speckschwarte, finde ich es auch zu dunkel. Weil hier drin ist es nicht dunkel und ich muss jetzt echt gucken. Hier müsste man außenrum so ein Highlight setzen, wie so ein Schein. Wo sind die Konturen? Ja. Ich meine. Das schluckt zu sehr, das ist schwarz auf schwarz. Boxdesign ist nicht das Beste. Nee. Aber ist egal, weil wir haben das als Teilespender quasi gekauft. Genau. Es gab es im Angebot. Es gibt ja bei Lego um Weihnachten herum immer diesen klassischen Weihnachts- oder auch von mir aus Jahreswechsel, Sale oder wie auch immer. Und da haben wir den mitgenommen. Für, ich glaube, 119 Euro. Immer noch zu viel, wie ich finde. Aber wir gucken mal, weil das sieht sehr vielversprechend aus, der Mock daraus. Wird bestimmt eine coole Sache. Wollen wir schon so ein bisschen was verraten? Du weißt ja, ich möchte immer schon so ein bisschen was verraten. Es wird ein Auto. Es wird ein Auto. Ein schwarzes Auto. Und es ist von der Fahrzeugklasse her weit entfernt von dem. Ja, es ist eine Ikone dieser Fahrzeugklasse. Man könnte sogar sagen, es ist eine eigene Fahrzeugklasse entstanden, als dieses Fahrzeug auf den Markt gekommen ist. Es ist ein deutsches Fabrikat. Ja gut, jetzt reicht es aber. Das ist dann zu viel. Okay. Weil die und ich werde das bauen. Ich reiß das an mich. Ja. Ich werde das bauen. Und ich erzähle ein paar Geschichten, weil ich habe einen gewissen persönlichen Bezug auch dazu. Gut. Mehr sage ich dazu nicht. Und dann bringe ich vielleicht auch noch so ein paar private Bilder mit. Es wird spannend. Einfach spannend. Und dieses Set erfüllt gleich zwei Zwecke, wenn man so will. A ist der Teilespender und B ist das... der ausschlaggebende Punkt für das, was da noch drin ist. Genau, das nehme ich auch. Es wird gleich ein Schuh draus. Ach ja, ja. Ja, ja. Ich hätte es vielleicht doch vorher aufmachen sollen. Tada! Es ist diese Mini-Borg, die Lego als GWP zum Black Friday rausgebracht hat, beziehungsweise nicht als GWP, sondern als Doppel-GWP. Als Art und Weise, wie man es nicht machen kann. Wie man es nicht machen sollte. Also kurz für die Leute, die das nicht auf dem Schirm haben, das ist eine, wie heißt das Programm jetzt? Was VIP Insiders heißt es, glaube ich. Lego Insiders Prämie, die man für, lass mich lügen, 1400 Punkte musste man das einlösen. Das entspricht irgendwie 16 Euro oder sowas, wenn es mich nicht täuscht. Lego selbst gibt einen Teilewert von ungefähr 24 Euro an. Man musste quasi vorher schon Punkte sammeln bei Lego. Genau, du musstest eigentlich vorher schon was kaufen. Ja. Um die Punkte zu bekommen. Ja. Und dann musstest du im nächsten Schritt... Zum Black Friday musstest du eine gewisse Punkteanzahl haben. Genau. Dann musstest du gucken, dass du es kriegst, weil es gab das nur in limitierter Auflage. Stimmt, es war nur limitiert. Richtig. Genau, stimmt. Und dann, du hast mir ein bisschen was davon erzählt. Ich fand es tatsächlich sehr abenteuerlich. Man musste sozusagen, ich glaube ab 0 Uhr oder so, musste man sich sozusagen freischalten lassen mit seinen Punkten im Gepäck, die man ja bekommen hat, weil man schon mal was gekauft hat. Und dann ich dachte nämlich immer, man kriegt das automatisch. Nein. So, aber dann hast du einen Gutschein bekommen. Richtig. Und musstest nochmal was kaufen. Ja. So, also sehr verwirrend. Also erstens konnte ich es vor 0 Uhr kaufen. Ah ja. Ich habe auch E-Mails, die das belegen. Also ich habe das 23 Uhr irgendwann gekauft. Das heißt, es kann sogar sein, wenn es vielen so ging, war viel von diesen limitierten Stückzahlen tatsächlich schon vor 0 Uhr weg. Ich habe, weil irgendwie habe ich den Link dahin verloren, dann habe ich ihn wiedergefunden, dann konnte ich das auf einmal kaufen, es war 23 Uhr irgendwas. Mhm. Und dann
ja, hat man einen Gutschein bekommen, was ich vorher auch nicht wusste, was aber irgendwo im Kleingedruckten stand anscheinend. Und das heißt, dann hast du, glaube ich, boah, was waren das jetzt? 60 oder 90 Tage Zeit, um was zu Ach kaufen. so, Die auch noch. verfallen nämlich auch. Ja. Das tun übrigens auch solche VIP in, nee, Punkte in Geldgutscheine, wenn du die online kaufst, die verfallen auch nach einer Weile. Zumindest meine, die ich dann noch mitgenommen habe. Ja, und dann hieß es, kauf was. Und ich wusste nicht, was ich kaufen sollte, weil gab nichts, was ich hätte kaufen wollen. Der kam uns jetzt einfach nur gelegen, aber auch nur, weil wir den Mock gefunden haben Genau, und der uns so weil gut du gefallen diesen hast. geilen Mock gefunden hast. Genau. Und dann dachten wir, gut, dann kaufen wir den, dann haben wir gleich einen Grund, das mit einzulösen. Dann können wir hier Content generieren und dann Genau. gucken wir, sind wir schlauer. Und das Ding hat ja noch einen gewissen Hintergrund. Ja, weil wir rausfinden wollen. Genau, weil genau, wir wollen rausfinden, erstens, wie gut das ist. Was ich übrigens sehr cool finde, sind diese Diese Micro-Figuren. Ich glaube, da sind Microfigures, auch alle ja. Leute einfach heiß drauf. Aber, also mal anders angefangen. Die unter euch, die uns schon länger verfolgen, wissen natürlich, dass wir auch so eine kleine Serie von Mini-Burgen haben. Unter anderem eben auch die Burg, die hier als Vorbild diente, denn du hast ein rotes Tor, hast grüne Fahnen, das ist eindeutig die Mini-Version der 6073, also der ersten Falkenritterburg von 1984. Und da haben wir schon eine Mini-Variante. Neben der 6080 und der 6074 und so weiter. Einige von euch wissen das schon, aber wir wollten jetzt der Sache mal auf den Grund gehen, wie gut ist die wirklich? Und ja, wir machen da einfach ein Video dazu. Wir bauen das Ding auf und stellen das mal neben unsere Mini-Burg, die es übrigens, kleiner Spoiler, auch als kostenlosen Download gibt. Aber wie gesagt, da kommt noch ein Video, da gucken wir uns das ganz genau an. Vielleicht haben wir die Nase vorne. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist diese Mini-Burg von Lego tatsächlich um Welten besser. Kriegen wir raus. Wir werden sehen. So, deswegen hatten wir das ja schon lange auf dem Plan. Genau. Und wie du schon sagst, das war zum Black Friday. Das war ja eigentlich der Auftakt der Weihnachtsverkaufssaison. Das ist ja mittlerweile auch schon wieder ein paar Wochen her. Mittlerweile ist ja 2024. Und eigentlich hatten wir ja auch geplant, dass wir das eher an den Start bringen, weil wir halt wirklich dachten, es ist ein echtes GWP und Ja. nicht nur so ein Gutschein. Aber Aber ist ja auch egal. ist wie es ist. Wir finden immer einen Weg, an den Stuff ranzukommen. Und einige von euch haben ja auch gesagt, guckt euch die mal an. Und das machen wir. Und das wird, denke ich, zeitnah irgendwann passieren. Genau. Ja. Ja, cool. Andi, Dann haben wir es auch schon. Also du nimmst das jetzt mit. ich nehme das jetzt mit, hab ein bisschen Hast ein Spaß, bisschen Spaß. baue mal ein Retro-Set statt ein Vintage-Set. Ja, und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt. Die Bilder sind nicht gelungen. Hier auf der Seite ist ein bisschen mehr Rot ums Auto drumherum, da hebt sich ein bisschen mehr hervor, aber ich finde immer noch, dass das viel zu Dunkel. dunkel ist. Und Schade. die arbeiten ja mit Photoshop, also sieht man ja ganz oft, da leuchten irgendwelche Scheinwerfer, die nicht wirklich leuchten und so weiter. Man hätte wirklich so eine ganz zarte, weißlich leuchtende Highlight hier außenrum machen können, wie so einen leichten Schein. Dann hätte sich das noch ein bisschen abgehoben. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sie ein schwarzes Auto bringen. Ich hätte mir den blauen Mustang schon in schwarz gewünscht, um ganz ehrlich zu sein. Wir werden schauen. Wir gucken mal. Aber vielleicht bauen wir den als den auch nochmal auf Das irgendwann. können wir auch machen. Es gibt zwar eine ganze Menge Videos schon, aber viele von euch signalisieren uns ja auch immer wieder, dass sie auch mal wollen, dass wir uns Sachen angucken und nicht nur die anderen. Vielleicht ist es okay. Und vielleicht haben wir auch ein Bild. Das ist jetzt eine Hoffnung, die sich hoffentlich nicht erfüllt. Gibt es sowas überhaupt? Klingt ein bisschen komisch. Wir hoffen mal, dass der Mock mehr taugt als der letzte Mock vom gleichen Fahrzeug. Ist ja nicht das gleiche Fahrzeug gewesen, aber du weißt, was ich meine. Weil der hat nichts getaugt. Und wenn der jetzt auch wieder so ist, das wäre doof. Dann sind wir vielleicht eher wieder bei dem. Müssen wir mal gucken. Wir Schauen wir werden mal. sehen. Schauen wir Es mal. wird eine spannende Reise. Auf jeden Fall. Ja, Sehr schön. liebe Freunde. Damit haben wir auch schon alles. Dann haben wir auch schon alles. Ihr könnt euch natürlich gern noch weitere Videos angucken. Ich würde vorschlagen, Ja. die Leute sollen sich in Vorbereitung hierauf das Video anschauen, was du gemacht hast, wo du die vorstellst, die kleinen Genau, Mini-Burgen. verlinken wir natürlich auch Genau. mal die drei Mini-Burgen und guckt euch das mal an. Und dann gibt es demnächst den direkten Vergleich. Und hier gibt es ein schönes, inoffizielles
Alternativmodell. Ja. Yeah. Von einer deutschen Auto-Ikone. Ja. Mal so sagen. Ja. Das ja. Das ist aber nicht sehr Porsche. Gut. Es ist nicht Porsche. Nee. Nee. Aber weil du wieder anfingst mit schwarzer Porsche, erinnere dich an das Porsche-Video, da habe ich auch gesagt, dieser Turbo in Schwarz wäre auch richtig gut gewesen. Ja, der Turbo in Schwarz, stimmt. Übrigens, habe ich auch schon gesagt, hier ist der Turbo in Schwarz abgebildet. Puh. Ich hätte ihn ja auch gerne in Schwarz genommen. Also ja, das geben die Teile aber nicht her. Egal. Wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video wieder. Ja, bis dahin, habt eine gute Zeit und macht's gut. Bye, bye. Peace.